Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, und zwar Pokémon Silberne Edition. Ja, und zwar habe ich mir überlegt, wir starten noch ein zweites Projekt neben Digimon für ein bisschen Abwechslung. Und ja, ich hatte das eigentlich schon länger geplant und wir werden es auch durchziehen, ja. Ich habe mir übrigens überlegt, dass wir, ich würde mal kurz hier noch einstellen, dass das Tempo auf 3 ist. Den Rahmentyp werden wir auch noch umstellen. Ich habe mir überlegt, so, dass wir an 3 Tagen immer Digimon, dadurch, dass ich das dann hochladen werde, und an 2 Tagen Pokémon. So, dass es immer in Abwechslung ist, ne? Ja. Aber da muss ich noch mal schauen. So, Texttempo machen wir so. Animation bleibt auch an. Dann können wir jetzt eigentlich auf zurück gehen. Und starten ein neues Spiel. So, Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Ja, wir haben mittlerweile, ja, wir können einfach 10 Uhr sagen. Obwohl, nee, sagen wir nicht. Nacht. Sagen wir einfach 10 Uhr Nacht. Ja, wie viele Minuten? Sagen wir mal 50 Minuten. Weil das ist nämlich auch aktuell der Stand. Wow! 50 Minuten? Ja. Kein Wunder, dass es so dunkel ist. Ja, die Zeit, wie ihr wisst, entscheidet natürlich, je nachdem, wie man die Zeit einstellt, ob man halt tagsüber spielt oder nachts. Ne? Je nachdem, wann man das Spiel halt startet. So, hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Haha, Thomas, Oscar, Hans und Silva. Nix da. Wir heißen Resi. Wie auch sonst, ne? Hey, was macht der hier? So. So. Dann haben wir das auch. Bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwarten dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Alles klar. Ja, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich muss ja sagen, ich habe bis jetzt auf diesem Kanal, weil die Motivation mir einfach gefehlt hat, wieder Projekte durchzuziehen, ne? So. Mir ist einfach wichtig, dass ich wieder die Motivation finde, ne? Regelmäßig aufzunehmen und auch also hochzuladen. Ne? So, und das schaffe ich mit euch. Und ich werde das jetzt auch durchziehen. Und ja. Deswegen finde ich die beiden Spiele genau als angebracht. Vor allem, mir ist es noch nicht gelungen, auf diesem Kanal hier irgendein Projekt richtig durchzuziehen. Und das wird jetzt der Fall sein. Bei den beiden Spielen werden wir damit anfangen. So. Oh, Rizzi, unser Nachbar Professor Lind hat nach dir gesucht. Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokémon ist aus der Reparatur zurück. Da hast du ihn. Ja, cool. Pokémon.com oder einfach nur Poké.com ist ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingestellt. Wir haben heute. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist heute? Wir haben heute Donnerstag, Leute. Ganz genau. Haben wir Sommerzeit? Nein, haben wir nicht. Nein. In Ordnung.
Natürlich können wir die Uhr auch jederzeit umstellen, aber es ist gut so. Ja, mit dem Telefon wissen wir auch Bescheid, wie man das macht. Vielen Dank. So, das ist praktisch, doch, Mutti. Ach, Mütter sind immer so fürsorglich, ne? Und wie ihr seht, wir haben es nachts, weil wir uns natürlich auch dazu entschieden haben, nachts auf die Uhrzeit je nachdem einzustellen, ne? So, ich bin ein bisschen sprachlich nervös gerade noch, keine Ahnung warum. Rizzy, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeug und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unserer eigenen Pokémon-Forschung und könntest du der Sache nachgehen? Ich gebe dir auch ein Pokémon als Partner. Es ist ein sehr seltenes Pokémon, das wir gerade erst entdeckt haben. Wähle eins aus. Okay. Ja, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, welches Pokémon wir denn nehmen. Ob wir jetzt Kanimani, Feuriegel oder Lorblatt nehmen. Ach, Lorblatt, habe ich da. Ja, wir gucken erstmal weiter. Kanimani haben wir hier. Feuriegel oder Indivier. Genau, so war das ja, ne? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, wir nehmen Feuriegel, oder? Ich meine, Tyrakrok Impergator, Iglava Tornupto. Ich würde sagen, wir nehmen Feuriegel, oder? Komm. Dadadadadadadam. Let's go. Möchtest du Feuriegel einen Spitznamen geben? Nein. Feuriegel bleibt Feuriegel. Vielen Dank. Wir werden uns auf den Weg nach Roselle City begeben. Dort gelangst du fast ohne Umwege dorthin. Ja, dann machen wir das mal. Ist dein Pokémon verletzt, solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Ich gebe dir auch meine Telefonnummer. Du kannst mich jederzeit anrufen. Rizzy erhält Lynns Nummer. Perfekt. Sehr schön. Danke, Professor Lind. Ja, und hier der Assistent. Mal wieder was zu sagen. Ja. Ich will, dass du das mitnimmst. Rizzy erhält Tränk. Oder Trank. Trank, Trank, Tränke. Eigentlich sind es ja Tränke die Mehrzahl. Also Rizzy erhält Tränke. So. Mit den Tränken können wir uns natürlich heilen. Jetzt gucke ich mir mal kurz das Pokémon an, weil. Okay, ist ein normales. Ich wollte gerade sagen, stell mal vor, wir bekommen so ein Shiny einfach random, ey. Das wäre ja mega nice. Okay, wir haben Tackle und Silberblick als Attacke. Ah ja. Bla 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 bla. Oh, bitte. Und da haben wir auch schon unseren ersten Pokémon-Kampf. Gegen ein Ratzfratz Level 2. Das ist auch nice, ne? Ich meine, ich könnte das Level ein bisschen beschleunigen, ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das Level ein bisschen beschleunige, dann, weil dann, tue ich auf jeden Fall ein bisschen immer skippen die Geschwindigkeit, ne? Hallo, du gehst ganz andere Richtung als da, wo ich lang möchte. Dankeschön. Oh Mann, nee. Da werden wir jetzt aber fliehen. Bei dem Kampf wären wir eigentlich nicht geraten, hätte es direkt funktioniert. So, was haben wir noch? Ein Ratzfatz. Aha. Mann, hier wimmelt es ja nur so von Ratten. Seid ihr denn alle schön ins, also gut ins neue Jahr 2019 gekommen? Ja, wir haben uns leider nicht mehr gehört. Ich hoffe dennoch, dass ihr einen guten Start hattet und ja. Ich wünsche euch natürlich nur das Beste, gute Vorsätze für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr eure Träume und Wünsche werden natürlich auch in Erfüllung gehen. Ja, das ist so wichtig halt, ne? So. Dann gehen wir mal zu Mr. Pokémon, ne? Da müssen wir ja hin.
Ein Hut. Cool. Ein Hot. Tackle. Ich meine, die Pokémon, die wir jetzt treffen, die können wir ruhig besiegen, weil die geben uns Erfahrung und da können wir auch schön leveln bei erstmal, ne? Ist wichtig. Leveln muss man. Das soll an dieser Stelle mal gesagt sein. Bin auch schon etwas müde. Ja. So. Wie gesagt, morgen wird dann wieder eine Folge Digimon kommen. Wann, weiß ich nicht. Nur es wird morgen eine Folge Digimon geben. Ach, wir haben anscheinend eine Beere gehabt. Ja, Feuerregel heilt sich mit der Beere. Das ist auch schön. Und wir erreichen das nächste Level. Schön. Auch Wolke dazu noch erlernt. Perfekt. Besser kann es auch gar nicht laufen. Was haben wir hier? Ein Obstbaum. Und wir erhalten wieder eine Beere. Die können wir unserem Feuerregel eigentlich gleich auch wieder zu tragen zu geben, ne? Perfekt. So, wo sind wir denn jetzt? In... Keine Ahnung, wie die Stadt heißt. Rosalia. Nee. Rosalstadt? Nee, keine Ahnung. Irgendwas mit R. Pokémon ist auf jeden Fall geheilt. Das ist schon mal schön. Und wir gehen jetzt zu Mr. Pokémon. Hier kann man übrigens auch Quapsel fangen, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Ob es jetzt nachts kommt, weiß ich nicht. Aber tagsüber kann man hier Quapsel fangen, das weiß ich. Oh, da haben wir schon ein Level 4er. Hut. Oh. Bisschen stärker, ne? Macht auch deutlich mehr Schaden, denke ich mal. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Wow, das gab aber gut Erfahrung, ey. Das Haus unten werden wir uns gleich auch nochmal anschauen. Ich möchte nur kurz einmal schnell nach Mr. Pokémon hin. Mal gucken, was der Typ so für uns hat. Dann haben wir wieder so Ratzfratz. Das werde ich auch besiegen, weil es Level 3 ist und die Level 2 Pokémon besiege ich halt nicht so gerne, weil die halt weniger Erfahrung geben, ne? Ich meine, jetzt am Anfang ist es egal, aber trotzdem. Und ich trainiere grundsätzlich meine Pokémon immer so bis Level 10 vor der ersten Arena. 10, 11. Wenn wir den Konfensaturm geschafft haben, denke ich mal, wird das vorige Level 13 sein oder so. Schön. Level 7. Nice. Und da haben wir ein Hut. Brauchen wir nicht. Level 4. Das können wir wieder besiegen. Das ist schön. Das freut mich doch. Ach, Mist. Jetzt aber, bam. Es gibt jetzt nochmal fleißige Erfahrungspunkte. Nice. Schön. So, hier haben wir bestimmt eine Eisbeere drin, oder? Ne, eine Gegengiftbeere. Die Beeren spielen hier auch eine Rolle in Pokémon Silber. Denn damit können wir unser Pokémon die Statuseffekte natürlich auch heilen. So, hier haben wir Mr. Pokémon. Postelins soll das hier untersuchen. Rizzy hält Rätselei. Perfekt. Wir erhalten das Rätselei und ja, das müssen wir jetzt erstmal Professor Lind wieder zeigen. So. Das haben die natürlich, das hat er von einem Paar bekommen, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lind eine E-Mail schrieb.
Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Link eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Link mehr darüber weiß. Ja. Eich, aha, du bist also Resi. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, dass du Professor... was für Professor Links besorgst, also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon. Mal sehen. Hm, ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Link dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Link und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah. Du scheinst zuverlässig. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Es ist eine Art Hightech-Lexikon. Wir erhalten das, den Pokédex. Cool. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Audioshow. Resi, ich zähle auf dich. Okay. Ja gut. Kehrst du zu Prasolin zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Ja, vielen Dank, dass du unser Pokémon geheilt hast. Ich bin auf dich angewiesen. Schön. Professor Lin. Hallo, Resi. Es ist eine Katastrophe. Etwas Schreckliches ist... Oh, was soll ich tun? Es ist... Oh nein. Bitte komm hierher zurück. Oh, oh. Anscheinend... Hat Professor Lind oder steckt Professor Lind in Schwierigkeiten? Da müssen wir uns natürlich schnell hingehen. Let's go. Wir trainieren aber auf dem Weg dahin. So. Das Vorregel, schade. Ich dachte, unser Vorregel könnte jetzt schon Levelaufstieg erhalten, aber nein. Wir wollten uns ja nochmal hier gleich bei dem Haus umschauen. Das machen wir jetzt mal eben. Na komm, das machen wir eben. Dann ist unser Dings hier ein Level up. Unser Vorregel. Ja. Nachts begegnet man natürlich auch andere Pokémon wie tagsüber, ne? Also, das soll gesagt sein. Was haben wir hier? Ein Obstwurm. Hier ist eine Beere. Perfekt. Ja. Aber wir können uns natürlich noch was holen, indem wir den Typen hier ansprechen. Du weißt, dass Pokémon Beeren fressen. Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir. Wir halten noch eine Beere, das ist sehr schön. Die Beeren werden wir jetzt auch fleißig sammeln. Also ich versuch's zumindest, weil damit können wir hinterher Miltank füttern. Wo, sage ich noch nicht, aber es wird die Zeit kommen. So. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Ja, unser erster Pokémon-Kampf direkt gegen Mr. Fragezeichen. Der möchte direkt kämpfen. Das können wir natürlich schon nicht verwehren. Deswegen. Ja. Wir machen erstmal die Rauchwolke. Genauigkeit sinkt. Scheiße. Das wollte ich gar nicht, aber ja. Ich wollte jetzt eigentlich auf den Dingens gehen, auf den Tackle. Mal gucken, ob wir den Kampf schaffen.
Okay, die Attacke ging daneben. Wahrscheinlich hat es doch was gebracht. Unsere Attacke ging natürlich auch daneben. Hallo? Er hat nicht mal was eingesetzt. Oh, jetzt geht's aber ganz schön oft bei ihm daneben. Uiuiui. Anscheinend bringt es doch was, wenn man da mehrmals Rauchwolke einsetzt. Cool. Ja, cool. Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? Und wir erhalten direkt 300 Pokédollar. Cool. Mein Name ist... Fragezeichen. Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer aller Zeiten. Ja, das wollen wir erstmal sehen. Ja, wir müssen uns natürlich jetzt auf den Weg zu Professor Lind machen. Ja. Jetzt haben wir hier nochmal so einen Hut. Das werden wir natürlich auch besiegen. Ich hoffe, wir erreichen dann Level 9. Wäre natürlich schön, wenn wir das noch erschaffen. Weil da bin ich auf jeden Fall zufrieden. Da haben wir gut was geschafft. Also, bis wir zu bei Professor Lind sind, meine ich natürlich, ne? So. Und hier können wir einfach so machen. Und dann gehen wir natürlich. Oh, wir können One-Hitten? Mit Volltreffer sogar, cool. Schön. Das Level 3er Hut auch schön besiegen. Genau aus dem Grund hatte ich nämlich angefragt, weil die Parts können natürlich sehr langwierig werden, wenn man halt nur am Kämpfen ist, ne? Deswegen, durch das ganze Geskippe kann ich natürlich auch schneller mal hier diese Kämpfe beenden. Da sind die 0, nix erledigt. Und der Part ist nicht hier zugeklatscht, nur mit wilden Pokémon kämpfen. Ja, deswegen, also schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Also, ihr werdet es natürlich sehen, nur halt in der Geschwindigkeit, ne? So. Hallo, Professor Lind. Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen worden sei. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Nö, hat er nicht, aber, ja. Wie nennen wir den denn jetzt am besten? Wie nennen wir unseren Rivalen? Unser Rivale heißt Alex am besten. So, dann heißt er Alex. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. Ja, perfekt, gerne. Resi, das ist schrecklich. Oh, um was handelt es sich bei Mr. Pokémons großer Entdeckung? Wir übergeben Professor Lind das Rätselei. Das hier. Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entscheidung. Also Entdeckung, meinte er. Wie? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Ist das wahr, Resi? Das ist unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Resi. Es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon Arena in der nächsten... keine Ahnung. Ich habe gerade den Faden verloren. Die nächste Arena befindet sich in Viola City. Resi, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mutter sprechen, beziehungsweise Mama. Das machen wir auch.
Reggie, benutzt dies hier auf deiner Reise. Warum stand da Pokédex-Reise? Pokémon-Reise hätte doch stehen sollen. Um dein Pokédex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Wirf Pokébälle nach wilden Pokémon, um sie zu fangen. Natürlich sollte man die Pokémon vorher schwächen, sonst bringt das Ganze gar nichts. Nicht einfach so wild drauf rumwerfen. Ich meine, man kann es versuchen, aber ja, wird nicht viel bringen. Mit der Mutti werden wir natürlich auch sprechen. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du das denn her? Du beginnst also ein Abenteuer. Okay, auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Ja, bitte. Vielen Dank, Mutti. Und wir werden uns dann wiedersehen, wenn die Reise vorbei ist, ne? Aber bis dahin ist noch ein sehr, sehr langer Weg und wir haben auch viel vor. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt schon viel in dem Part erreicht und ich verabschiede mich jetzt auch. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Silbern Edition. Wir speichern gemeinsam noch ab und ja. Leute, macht's gut, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns übermorgen beim nächsten Part von Pokémon. Beziehungsweise, ich weiß nicht, kann auch sein, dass morgen noch ein Part kommen wird. Deswegen, wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Macht's gut, euer Resi sagt ciao.